Hallöchen und herzlich willkommen zu Hidden Agenda, mal wieder. Ich habe da ja schon ordentlich verkackt in dem Spiel. Ich hoffe, ich übersteuere gerade nicht erst fuck, weil das fliegt schon ganz schön weit aus. Aber wird schon schief gehen. Die Mary Zay und ich. Hallo. Genau, die Mary ist mit dabei. Hat sich heute das Hidden Agenda LP von mir angeguckt und meinte dann, ja Mensch, das war ja nicht so gut. Es ist nicht ganz so gut gelaufen auf beiden Varianten. Genau, nicht ganz so gut gelaufen. Und deswegen dachten wir uns jetzt, ich habe ein neues Smartphone. Das kann man schon gar nicht mehr neu nennen, so lange habe ich das schon. Was neuer als das damalige. Was neuer als das damalige. Aber irgendwie bin ich doch ein bisschen laut. Moment. Ich rege mich ein bisschen weiter runter. Das ist auch, wenn ich ein bisschen lauter rede. Ja, so ist besser. Kann mich ja zur Not nochmal leiser machen im Renderprogramm. Also. Wir spielen jetzt nochmal Hidden Agenda, das heißt, die Mary ist jetzt voll drin, weil die hat das zweimal geguckt und ich habe gar keinen Plan mehr. Aber da beide Varianten ziemlich schief gelaufen sind, kann ich trotzdem nicht den Weg überhaupt. Aber die zweite sagen. Variante war doch voll gut, ich habe alles richtig gemacht. Ich werde nur immer erschossen. Du warst am Ende tot, ich wollte gerade sagen, so wirklich richtig ja, das, war aber das aber nicht. Aber es hat ja nicht reagiert. Ja. Hä? Ach, das hakt ein. Okay. Dann schauen wir mal, wie das zu zweit funktioniert. Achso, und falls ich komisch klinge, ich rede mit Headset. Also ich wollte gerade über mein normales Mikrofon sprechen, aber wenn mein Handy noch in der Hand hat und hat ein Mikrofon vor der Fresse, ist das ziemlich nervig. Daher meinte Mary, nimm halt dein Headset-Mikrofon. Also wenn ihr sonst jetzt keine Erektion kriegt durch meine Stimme, das muss auch so gehen. Wir machen das schon. Das machen wir schon. Gut, wir starten einfach mal. Tritt gegen Freunde an, was? Wir wollen ein erlebtes Film genießen, Dings. Ah, Dings, Dings. Der Story-Modus bietet ein entspanntes Spiel. Löst das Verbrechen gemeinsam und spielt die Handlung so, wie ihr mögt. Ja, ich fand's damals auch sehr entspannt, ja. Irgendwas tipseln? Ah, ich muss mit tipseln. Ich werde so verkacken. Wie gut kennt ihr eure Freunde? Weltweise. Entscheidungen über Leben und Tod liegen in ihren Händen. Mach das vernünftig. Mach du das vernünftig. Wer glaubt, ihr bleibt unter Druck am ruhigsten? Wischt nach links oder rechts, um die Karten durchzugehen. Wischt auf der Karte nach oben, die ihr spielen wollt. So. Eine Person wurde gewählt. Hey. Gerne was vorlesen, wenn du siehst. Ach, schön. Ich halte mich raus. Jede Entscheidung, die du triffst, verändert die Zukunft. Manche Auswirkungen auf die Beziehung von Personen haben. Sehr gut. Das läuft schon gut. Manche Beziehungen auf Auswirkungen. Andere schlagen Wellen, die alles verändern. Wähle weise. Choose wisely. Lustig, wie ich so gar nichts mehr weiß. Schon lustig, dass ich das gerade zum dritten Mal heute sehe. An alle in der Nähe von 535 Mika, 1031, mögliche Geiselnahme. Extreme Vorsicht bitte. Täterbeschreibung passt zum
Trapper. Officer Becky Marnie, November 2012. Natürlich. Alles easy. Wie im Lehrbuch. Wie ist der Plan? Stimmt für eine Entscheidung, indem ihr euren Zeiger in das Feld bewegt. Es muss eine Mehrheit vorliegen, um fortzufahren. Spielt eine Übernahmekarte, um eure Freunde auszuschließen und die Entscheidung zu treffen. Ach so. Am Anfang habt ihr nur eine Karte. Mehr gibt es für erfolgreiche Suchen und Quicktime-Events. Bei dieser Entscheidung kostet die Übernahme nichts. Versucht es doch mal. Tippt bei einer Entscheidung auf das Übernahmesymbol, um sie zu nutzen. Tja, dann übernimm du mal. Mary hat die Kontrolle übernommen. Tom fragt, wie ist der Plan? Schön langsam. Sehen wir uns um. Ich werde die Hintertür nehmen. Ich die Fenster. Schleichmodus. Sehen uns drin. Bewegt den Zeiger auf das Ziel, bevor die Zeit abläuft. Wer zuerst trifft, gewinnt die Übernahme. Okay. Ja. Wo verkackt's? Na dann. War nicht gut. Tom! Tom, er ist hier drin. Halt! Hände hoch, los! Zum Schießen. Bewegt den Zeiger auf das Ziel, bevor die Zeit abläuft. Denkt nach, Nein. bevor ihr schießt. Ihr müsst das Feuer nicht eröffnen. Hände hinter den Kopf, nicht bewegen! Ich werde schießen! Nicht schießen! Hey! Reiz mich bloß nicht, Arschloch! Ich werde ihr nichts tun! Bitte hilf mir, bitte hol mich hier raus! Hey! Hey! Ruhig! Ganz ruhig! Lass uns das langsam angehen. Okay, diese Entscheidung trifft die Person, die eurer Meinung nach unter Druck am ruhigsten bleibt. Es ist zwecklos. Es ist vorbei. Guter Junge. Heute Abend fand die Jagd auf dem Trapper ein Ende. Polizisten des 3. Distrikts verhafteten den Hauptverdächtigen, Jonathan Finn. Finn wurde im Zusammenhang mit einer Reihe abscheulicher Morde, die die Stadt erschütterten und die Leben von Polizeieinsatzkräften forderten, gesucht. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Ich muss sagen, wenn man das zu zweit spielt, hat nochmal ein bisschen mehr Stil. Meine Damen und Herren,
Der Angeklagte Jonathan Finn ist schuldig. Es gibt keinen Zweifel. Sie müssen jetzt nur noch über seine Strafe bestimmen. Dieser Mann, der sogenannte Trapper Keller, hat unsere Gemeinde mit einer brutalen Mordserie terrorisiert. Er hat seine Opfer mit Fallen präpariert, sodass mutige Polizisten selbst zu Opfern wurden. Diese unschuldigen Menschen wurden ohne besonderen Grund zu Figuren in Jonathan Finns krankem Spiel. Jonathan Finn hat gestanden, und zwar jedes einzelne dieser Verbrechen. Ich bitte das Gericht darum, Jonathan Finns freiwilliges Geständnis zu berücksichtigen. Er hat den Familien der Opfer ein langes Verfahren erspart und durch diese Tat einen Funken Reue demonstriert. Daher empfehle ich, im Fall von Jonathan Finn von der Todesstrafe abzusehen und stattdessen ihn zu lebenslanger Haft ohne Chance auf Bewährung zu verurteilen. Danke. Jonathan Finn, Ihre Verbrechen waren derart abscheulich, dass das Gericht keine andere Möglichkeit als die Todesstrafe durch Giftspritze sieht. Verhandlung geschlossen. Hidden Agenda. Wer schenkt anderen am meisten Vertrauen? Ah, okay. Oh, oh. Oh Gott, nein. Ich vertraue dir. Oh nein. Tippt auf das Logbuch-Symbol in der App, um den Handlungsverlauf, Charakterbiografien und entscheidende Momente, die die Geschichte beeinflussen, anzusehen. Hm? Wenn ich dafür jetzt Zeit habe. Kennt sie. Ich bin Ray Weaver und ihr hört The Crawl. Beginnen wir den Abend mit unserem hauseigenen Schurken, Johnny Finn, der Trapper. Der Penner sitzt jetzt schon seit 5 Jahren in der Todeszelle. Ihm bleiben nur noch 48 Stunden auf unserem blauen Planeten, also dachte ich mir, hey, kanntet ihr eines der Opfer? Die Leitungen sind offen. Anrufer 1, bitte. Hallo, also, ja, ich meine, meiner Meinung nach können Sie den Wichser gar nicht genug anheizen, oder? Oh, als Kind hat er wohl Schlimmes erlebt. Aber das ist kein Grund, sich an unseren Jungs hier zu vergreifen. Ja, ich verstehe dich. Aber unsere Cops haben auch nicht gerade den besten Ruf, nicht wahr? Diese Mani zum Beispiel. Beförderung ins Morddezernat, Medaille und das alles. Mani ist ganz oben und dann stellt sich heraus, dass sie jede Menge Dreck am Stecken hat. Manipulierte Beweise, schlechte Führung, wer weiß was noch? Verdammt! Man weiß eben nie, wer zu den Guten gehört. Ja, Lügen können einen Ruf ganz schön zerstören. Dass die Amerikaner auch immer alles komplett so transparent machen, dass sie sogar den Namen kennen und allem drum und dran. Das finde ich ein bisschen befremdlich. Guten Morgen zusammen. 2 neue Unbekannte am Wochenende. Wir sammeln rote Namen auf dem Brett. Und ich muss sagen, ungelöste Fälle dienen nicht gerade dem Ruf, den wir uns hier aufgebaut haben. Setzen Sie Marnie, die Magierin, darauf an. Sie ist gut darin, Sachen verschwinden Blödes zu lassen. Arschloch. Detective Calvary. Ich überhöre das einfach. Wegtreten. Hey, Becky. Ignoriere ihn. Calvary? Er hat dich nur gemeldet, weil du gute Arbeit machst. Wie schön, dass meine Erfolge sich auszahlen. Alles okay? Es ginge mir besser, wenn Calvary von einem sehr hohen Dach springen würde. Versprich mir, dass du ihn in Ruhe lässt. Gib der Revision kein Futter, bis die Ermittlung durch ist. Ja, danke. Wenn ich das nur glauben könnte. Detective Marnie, kommen Sie kurz rein? Ich kann jetzt aber mit dem Smartphone, glaube ich, schneller wohin springen, als ich es im LP konnte. Ich weiß nicht, ob es dir auffällt, du hast ja heute erst gesehen. Ich glaube schon, ja. Es geht gezielter. Hören Sie, Marnie. Ich sollte nicht zu laufenden internen Ermittlungen sagen, aber es beeinflusst meinen besten Detective.
Tut mir leid, Sir. Hey, nicht entschuldigen. Sind ein guter Cop. Ich bin mir sicher, dass Sie den Tatort nicht absichtlich beeinträchtigten. Die Fakten werden das zeigen. Danke, dass Sie an mich glauben, Sir. Manchmal scheint es, als hätten wir keine Wahl, aber die haben Sie. Verstanden? Ja, natürlich. Ich will es glauben. Aber der Trapper wird in 48 Stunden hingerichtet. Es ist schwer, dafür verantwortlich zu sein. Bleiben Sie dran. Finn sollte besser jetzt als gleich sterben. Da würden viele zustimmen. Ich auch. Ich schätze, keiner davon freut sich so sehr auf eine erholsame Nacht, wie ich es tue. Hm? Dass er immer noch atmet, raubt mir den Schlaf. Habe ich mir das eigentlich nicht gedacht, aber naja. Nachricht erhalten. Bin unterwegs zu deinem Klienten. Tut mir leid, dass ich nicht da bin. Ich freue mich nicht drauf, Finn ohne seine Anwältin zu treffen. Ich weiß. Danke, dass du so schnell zu ihm gehst. Er hat nicht mehr viel Zeit, oder? Nein, hat er nicht. Sollte ich irgendwas wissen? Er kann eine ziemlich harte Nuss sein. Strategie ist alles. Super. Irgendwelche Tipps? Sprich mit ihm über Adam Jones. Wer ist Adam Jones? Lass ihn es erzählen. Hast du einen Plan? Na gut. Ich krieg schon, was ich brauche. Ich melde mich. Ihre Anwältin sagt, Sie wollen mir etwas mitteilen. Sie haben 5 Minuten. Beim kleinsten Mist bin ich weg. Miss Graves, ich habe niemanden getötet. Früher gab ich Gott die Schuld für alles. Für Las Palmas? Das Waisenhaus? Wir waren bloß Kinder. Wir vertrauten ihnen. Aber ich habe ihnen vergeben. Gott lehrt uns, zu vergeben. Sie können ihren Schänder nicht vergeben, wenn sie umgebracht haben. So funktioniert das leider nicht. Ich habe niemanden getötet! Finn, ganz ruhig. Ruhig? Ich werde sterben, verdammt! Und niemand wird die Wahrheit kennen. Welche Wahrheit? Was meinen Sie? Ich werde als Lügner sterben. Als dreckiger kleiner Lügner. Wahrheit über was? Das Geständnis, die Morde, einfach alles! Oh, also haben Sie sie nicht umgebracht? Den Kaplan, den Pfleger, wer denn dann? Adam Jones? Adam war mein Freund im Waisenhaus. Bei allem, was wir durchgemacht haben, wer will's ihm verdenken? Bin ganz Ohr. Ich brauche aber noch mehr Infos. Adam und ich, wir haben viel durchgemacht. Schweiß zusammen. Adam lief weg. Ich nahm Drogen. Nachdem ich da raus war, war ich nur noch high. Ein paar Jahre später, vielleicht auch Jahrhunderte, wer weiß das schon, fand Adam mich irgendwie im Internet. Er hat geschrieben und den alten Scheiß aus dem Waisenhaus aufgewühlt. Er meinte, er wüsste, wie wir uns rächen könnten. Also machten wir einen Deal. Ich gestehe alles, er wird nicht verdächtigt. Ich gehe ein paar Monate im Knast und dann zack. Trapper schlägt wieder zu. Und ich weiß nicht, ich war ja hier. Macht Sinn, oder? Wie praktisch. Praktisch? Praktisch war, dass Vater Rominski ein Waisenhaus führte. Ein Fuchs im Hühnerstall. Sie können sich nicht vorstellen, was da los war. Das Spielzimmer. So nannte er es aber. Ich glaube, er war der Einzige, der da drin Spaß hatte. Wurde es nicht entdeckt? Nein. Sie können es sich selbst ansehen. Ich weiß noch nicht mal, ob das Waisenhaus noch steht. Und wo ist er? Adam, jetzt? Keine Ahnung. Und wie finden wir ihn? Einen Anhaltspunkt? Ich wüsste wo. Wo? Es ist nicht, eine Karte zeichnen wäre besser. Diese Entscheidung trifft die Person, die anderen am meisten Vertrauen schenkt. Oh nein. Malen Sie mir jetzt eine Schatzkarte? Ich kann sie nur in die richtige Richtung schicken, aber... Nein, sagen Sie es mir. Na los. Ich muss es Ihnen selbst zeigen, okay?
Nehmen wir mal an, Sie sagen die Wahrheit. Sie wissen nicht, wo er jetzt ist. Dann hat er Sie wohl ganz schön im Stich gelassen. Ich weiß, wie Adam tickt. An was für Orten er abhängt. Wir könnten zusammen nachsehen. Da muss schon noch mehr kommen, sonst gehen Sie nirgendwo hin. Ich ertrag das nicht! Ich sollte gar nicht hier sein! So sollte das alles nicht laufen! Finn, Schluss damit! Das ist verrückt! Adam sagte, so weit kommt es nicht. Dass ich schon längst draußen wäre, er hat's versprochen! Finn, hören Sie mir zu. Ich suche nach diesem Adam Jones und prüfe das, aber selbst wenn es wahr ist, ist es vielleicht einfach schon zu spät. Tut mir leid. Glaubst du etwa, dass er es war? Seltsam. Also ich glaube, er wurde verarscht. Was glaubst du denn? Ich habe Infos zu Adam Jones. Er war in Las Palmas mit meinem Klienten, aber ist bei dem verheerenden Brand gestorben. Hör zu, ich weiß, was du vorhast, aber das wird niemals klappen. Sie werden Finn nicht rauslassen. Das reicht nicht. Ich weiß. Darum geht es mir nicht. Was soll ich dann hier? Wenn du dem Richter von Adam Jones erzählst, entlässt er Finn vielleicht kurzzeitig. Damit er den Cops bei der Suche hilft. Lana, es ist zu spät. Könnte eine Berufung bringen. Wir zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Adam Jones wirft Zweifel auf Felicity. Ich wollte das Todesurteil nicht, aber das wird nicht reichen, um die Vollstreckung zu stoppen. Finn ist kein guter Mensch. Aber er ist nicht der Trapper. Und wenn er stirbt, läuft der Trapper weiter frei rum. Ja... Du hast recht, ich gehe zu Richter Vanstone, dann sehen wir weiter. Danke, Felicity. Dank mir noch nicht. Das ist eine neue Spur. Wer ist in einer Auseinandersetzung am überzeugendsten? Oh. Ja. Wen hast du gewählt? Na, dich. Wieso sagst du dann ja? Weil du dich selbst gewählt hast. Naja, ich bin halt am überzeugendsten. Ja. Danke, dass Sie so schnell Zeit für mich haben. Miss Patty hat mich bereits über die Sache mit Adam Jones informiert. Ja, Sir. Ich war gerade bei Mr. Finn. Tja, nach meiner Erfahrung braucht nur die Lüge die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Sir? Glauben Sie seine Story? Ich habe Zweifel, aber wir haben Beweise, dass ein Adam Jones im Waisenhaus war. Zusammen mit Finn. Sprach schon jemand mit Jones? Er wird seit Jahren für tot gehalten. Etwas weit hergeholt, nicht wahr? Selbst wenn Jones existiert, wie können Sie sicher sein, dass Finn ihn ausspürt? Das wissen wir erst, wenn wir es versuchen, Sir. Sie stecken voller Überraschungen, Miss Graves. Was würden Sie an meiner Stelle tun? Nur wer am überzeugendsten ist, kann diese Entscheidung treffen. Na dann. Ich denke, er kann uns helfen. Wenn Sie Finn einen einzigen Tag unter Bewachung rauslassen, können wir vielleicht einen unschuldigen Mann vor der Hinrichtung bewahren. Okay. Gut, Miss Graves. Ich gewähre Jonathan Finn vorübergehende Entlassung in Gewahrsam. Aber nur für 3 Stunden. Danke. Hey, Lana, du wirst es nicht glauben. Er hat zugestimmt? Ich bin selbst total überrascht. Wow. Gute Arbeit, Felicity. Nenn mich nicht so. Ich gehe zum Morddezernat und sage Bescheid. Gute Idee. Und Felicity? Danke. Dank mir nicht zu früh. Vielleicht können wir einen Unschuldigen retten. Ja,
Aber der Arsch ist halt trotzdem. Ich kenne diese Spoiler-Sequenz, kenne ich immer noch. Ich weiß, wer da war und das gekauft hat. Aber ich werde es dir nicht verraten. Das ist gemein. Ich kenne die nicht. Unfassbar. An Finns Fall gab es rein gar nichts zu rütteln. Er hatte eine Geisel, verdammt nochmal. Da müssen sie dem Richter ja wirklich eine schöne Story aufgetischt haben. Es tut mir leid, aber wir wollen doch alle das Gleiche. Ein Mann wird hingerichtet und es muss sicher sein, dass er es verdient. Oh, Jonathan Finn verdient es. Da bin ich mir sicher. Wer nochmal genau war Adam Jones? Spielte er je eine Rolle in den Ermittlungen? Ja, es gab einen Adam Jones im Waisenhaus. Aber wissen Sie was? Das arme Schwein ist in dem großen Feuer damals umgekommen. Und damit endet die Geschichte. Finn hat ein unglaubliches Timing. Denken Sie nicht, er lügt? Ich ziehe nur alle Möglichkeiten in Betracht. Der Richter will klare Beweise, hieb- und stichfeste. Er stimmt einer vorübergehenden Entlassung in Polizeigewahrsam zu, wegen Adam Jones. Finn hat mir gesagt, dass Rominski ein Geheimzimmer im Waisenhaus hatte. Er nannte es Spielzimmer, es war für seine außerschulischen Aktivitäten gedacht. Wissen Sie davon? Sowas würde ich nicht vergessen. Stand nicht im Bericht. Ich frage mich, Mr. Hillary, also, fanden Sie bei der Untersuchung der Opfer des Trappers irgendetwas, das vielleicht auf einen anderen Verdächtigen hinweisen könnte? Puh, das ist 5 Jahre her. Ich glaube nicht. Also kam kein Verdächtiger in Frage außer Finn? Ich erinnere mich nur, eine Teilanalyse der Beweise eingereicht zu haben, da Mr. Finn gestand, der Fall schien erledigt. Es gibt also nicht untersuchte Beweise? Ja schon, kleine Spuren. Haben Sie Zugriff auf die Daten? Jetzt reicht's mir aber wirklich. Allein die Idee, diesen Mistkerl aus seiner Zelle zu lassen, ist absurd. Finn hatte ein Motiv. Er ging durch die Hölle in Las Palmas. Er hasste die Polizei. Seine Haare waren an einem der Tatorte. Am Campingplatz. Richtig? Das war die Sozialarbeiterin? Und, Detective Marnie, was ist denn dieser Nacht nochmal genau geschehen? Ist ganz einfach. 2 Worte. Verpasste Gelegenheit. Wir hätten Finn an Ort und Stelle schnappen können. Meine Frage galt aber Detective Marnie, wenn das okay ist. Oh, klar. Catherine Hope war Sozialarbeiterin im Waisenhaus von Las Palmas. Wir wussten nicht, dass Finn sie hatte. Wen würdet ihr als mutigsten unter euch bezeichnen? Ihr konntet euch nicht entscheiden. Keine Person erhielt eine Mehrheit. Was? Ob ich mutiger bin als du? 10-8 auf dem Hockhaven Campingplatz an der Autobahn. Ich wollte dir einfach mal was überlassen. Nee. Ich war am nächsten dran, also bin ich alleine hin. Hätte eigentlich ein Kinderspiel sein sollen. Aber in dieser Nacht waren alle nervös, weil der Trapper wütete. Und jeder hätte der Nächste sein können. 5 Jahre zuvor. 3 Wochen. Irgendwas. Festnahme. Vor Finns Festnahmen. Genau. Sagte ich ja. Also platsch, beide da. Gut einig sind wir uns. Man kann ja nicht einfach in den Wohnwagen reinplatzen, ne? Man muss schon erstmal das Gebiet angucken. Denke ich aber auch, ja. Dass die Army-Cops sowieso immer alleine unterwegs sind. Ganz furchtbar. Das kann nur schief gehen. Hier 609. Am Ort des Einbruchs. Freie Highway-Ausfahrt. Kein Täter. Ich gehe in den Wohnwagen. 609,
Sucht nach den Hinweisen, die oben auf dem Bildschirm angezeigt sind. Wenn ihr sie seht, deutet mit eurem Zeiger darauf, bevor die Zeit abläuft. Für jeden entdeckten Hinweis gibt es eine Übernahme. Diese Hinweise sind später nützlich, also versucht, sie alle zu finden. Okay. Ich glaub sie dir alle. Haben wir alles. Sehr gut. So, die Wandbombenbauausrüstung. So, die Fußspuren. Und die Mary fand die Drahtzange. Wir haben jetzt wirklich keine Zeit. Ich weiß nicht. Sollte man meinen. Dann war ich hier. Oh Gott. Bitte helfen Sie, bitte. Was ist hier los? Was? Holly hat bei dieser Entscheidung Mary gewählt. Okay, ich entferne den Timer. Oh Gott! Oh mein Gott, hol mich raus hier! Ganz ruhig, bitte! Heilung! Oh Gott! Nice! Scheiße! Nice, nice, Mary Say. War die richtige Entscheidung. Aber auch nur, weil wir alles gefunden haben. Zumindest gab es nur ein Opfer damals. Hat auch nicht viel gebracht. Die Sozialarbeiterin kam später bei einem Unfall um. Das muss ich nicht unbedingt nochmal haben. Finn muss sie gesehen haben. Er hat die Tat nicht vollendet. Er hat sogar seine Sachen dagelassen. Boah, ey. Es war sehr mutig, da allein reinzugehen. Boah. Das war mein Job. Und was verband Finn mit dem Tatort? Ich habe ein Haar von Finn am Tatort entdeckt. Der DNA-Abgleich mit unserer Verbrecherdatenbank hat ihn als Treffer ergeben. Er war bereits im System. Finn war schon so oft auf dem Revier, dass er fast ein eigenes Zimmer hatte. Wir bekamen den Tipp, dass er gesehen wurde und fuhren zufällig vorbei. So ein Glück aber auch, Detective. Ich habe ihn geschnappt. Arsch. Oh oh, Mama Bär ist bissig. Vorsicht. Sorry, Detective. Ihr Verhalten ist nicht hilfreich. Moment mal. Das hier ist immer noch mein Fall. Und der Kerl ist verurteilt. Was glauben Sie denn eigentlich, wer Sie sind, verdammt? Ich bin Staatsanwältin. Sind Sie fertig? Der Trapper-Fall hat allen zugesetzt. Wir haben für heute genug Salz in alte Wunden gestreut. Sergeant. Ich denke, das war alles. Können wir sonst noch helfen? Ich sehe, was dein Finger da tut. Mein Finger ja, macht gar nichts. Dann mach. Nee. Ja, dann mach. Nee. Ja, dann mach. Okay. Boah. Ja, jetzt. Hat sie nicht gemacht.
Ich will mehr wissen, das reicht nicht. Haben Sie Adam Jones forensische Berichtsakten? Ah, nicht von seinem Tod. Wurden Proben genommen, als er ins Waisenhaus kam? Ja, bestimmt. Wäre es möglich, diese Proben hier mit den Beweisen von den Trapper-Tatorten abzugleichen? Verarschen Sie mich? Sie verschwenden hier die Zeit der ganzen Abteilung, kapiert? Ich habe eine bessere Idee. Wir lassen den Psycho ganz einfach sterben. Calvary, stopp! Mr. Hillary wird das prüfen. Wir melden uns dann. Danke. So, eine Arschbacke. Popo-Mann. Das ist echt ein Popo-Mann. Hey, Graves. Ja? Ich wollte nur sagen, dass... Calvary ist ein Arsch. Ja. Keine Sorge. Sie haben mir sehr geholfen. Bis später, Detective Marnie. Wer unter euch bleibt am ruhigsten, wenn die Emotionen hochkochen? Das ist leicht. Antworte ehrlich, ja. Nein! Das ist ja wohl nicht wahr. Ja, ich bin ja wohl am impulsivsten von allen. Nee, nicht so. Nicht bei solchen Emotionen. Nur wenn es um Salz geht. Ha, eine Rattenfalle. Ziel Nummer 1, Rupert Walsh. Örtlicher Bestatter, Säufer, keine Verbindung zum Las Palmas Waisenhaus. Nach dem Mord präparierte der Trapper eine Flinte an der Zimmertür. Der herbeigerufene Officer wurde getötet. Zweites Ziel, Frederick LeMay. Pfleger in Las Palmas, Drogen, Überfälle, aber keine Verurteilungen. Der Trapper ließ ihn in einem stockdunklen Raum und füllte die Lampe mit C4. Der gerufene Officer legte den Schalter um und sayonara. Das dritte Ziel, Vater Rominski. Der Trapper nähte Sprengstoff in seinen Körper, der bei der kleinsten Bewegung hochging. Auf den Knien musste er dann seine ganzen Sünden beichten. Vor allem den Missbrauch durch ihn selbst und seine Kumpane an den ganzen Kindern, die im Waisenhaus lebten. Einsatzkraft damals war? Ha, es war Sergeant Teller. Theorie. Das erste Ziel hatte keine Verbindung zu Las Palmas, aber die Einsatzkräfte kamen alle aus dem dritten Distrikt. Einschließlich Detective Marnie. Waren die Mordopfer nur Ablenkung? Und das eigentliche Ziel, der dritte Polizeidistrikt? Aber warum gerade Sie? Kontakte. Wen möchten Sie anrufen? Hey! Becky Marnie? Nein! Rufe Becky Marnie an. Hi, Detective Marnie. Hier ist Felicity Graves. Hi. Hi, entschuldigen Sie den späten Anruf, aber ich habe mir gerade die Fallakten angesehen. Darf ich Ihnen eine Theorie unterbreiten? Klar, nur zu. Mir ist aufgefallen, dass die Einsatzkräfte alle aus dem dritten Distrikt stammten, einschließlich Ihnen. Und halten Sie es für möglich, dass die wahren Ziele der Trapper-Morde eigentlich die eingesetzten Polizisten waren? Ich denke, das wäre möglich. Ich möchte die Cops auf keinen Fall beschuldigen und ich weiß, dass auch Sie beim Einsatz dabei waren. Deshalb frage ich mich, ob da irgendetwas war. Missgunst. Sie kannten die anderen Cops, oder? Könnte es irgendeinen Grund geben, warum Finnis auf Sie abgesehen hatte? Ganz ehrlich? Unendlich viele Gründe. Ich war beim dritten Distrikt, ja, aber ich bin so schnell wie möglich abgehauen. Was meinen Sie? Es war die Hölle, zumindest früher. Drogen, Bestechung, all das. Das waren keine guten Jungs. Aber? Nach den Trapper-Morden wurde dann aber vieles besser. Interessant. Tja, danke. Sie waren mir eine große Hilfe, Detective Marnie. Kein Problem. Und nennen Sie mich Becky. Danke, Becky. Mhm. Hast du mich einfach bestimmt, du Vogel? Ja, genau, das habe ich. Gemeiner Fiesmöp. Hütte im State Park, 2.34 Uhr. Hier ist 31 Stunden bis zur Finsternisrichtung. Ich gehe rein. 1, 2, 5,
Warnung verstanden. Vorsicht bitte. Hier ist die Polizei. Ist da jemand? Oh mein Gott. Sir, hören Sie mich. Hey, was gibt's? Es gibt ein Problem. Was? Das Opfer ist im Korb. Was? Was ist passiert? Das müssen wir noch herausfinden. Eine Leiche wurde gemeldet. Beamte kamen, Leiche war präpariert. Trapper-Style. Polizei? Wer? Wie? Das ist Calvary. Was? Nein, das kann doch... Das ist lächerlich. Sie wühlen. Sich immer noch durch. Becky. Mein Gott. Entschuldigung, bleiben Sie meinem Arbeitsbereich bitte fern. Danke. Sieht so aus, als war Calvary hier. Mit einer Prostituierten. Oh Gott! Er kam mit ihr her zum... Naja. Hinweise? Nur eine vage Beschreibung. Um die 20, brünett. Na toll. Calvary hat ein ganzes Magazin geleert, aber nichts getroffen. Hier ist nur sein Blut. Und Officer Montesinos. Der Beamte? Calvary war präpariert. Fallen. Fuck. Will auch. Nein. Bin zufällig drüber gestolpert. Ein ganzes Magazin. Wenn ihm jemand von hinten die Kehle durchschneidet, warum schießt er hier hin? Und wenn es von vorne war, warum traf er dann nicht? Oh Gott. Ja, es ist wirklich. Was entdeckt? Nichts Nützliches. Becky, tut mir leid, aber ich muss fragen. Wo warst du gestern? Verdammt, ich darf nicht. Ich war daheim. Alleine? Ja. Und? Scheiße. Was? Du musst sehr, sehr vorsichtig mit der Sache umgehen. Warum? Du musst nachweisen können, wo du warst. Jeder weiß, wie du und Calvary zueinander standet. Tom. Sei vorsichtig. Das kann nicht sein. Wünschte ich auch. Ich habe dieses Arschloch gehasst, aber sowas würde ich nie tun. Ich glaube dir. Das sollte nicht nötig sein.
Aber hat keiner von den beiden mitgekriegt, dass da was runtergefallen ist? Leider nein. Blindfischkops. Oh mein Gott. Damit ist Teil 1 beendet. Schaut ins Logbuch, trinkt einen Schluck und tippt in das Feld, wenn es weitergehen kann. Okay. Ja, Logbuch, ja. Schicksalsmomente, Geständnis. Oh. Felicity trug Richter Vanstone Finns Geschichte vor. Sie traf sich mit ihm am selben Tag beim Gericht. Biografien. Bill, oh, Herr Vanstone ist übrigens Bill mit Vornamen und ist Bezirksrichter. Bitte was? Der Vanstone-Richter heißt Bill mit Vornamen und ist Bezirksrichter. Verrückt. Richter Vanstone verurteilte Jonathan Finn für die Trapper-Serienmorde zum Tode. Nachdem ihm Finns Bekenntnis vorgetragen wurde, entließ er Finn vorübergehend in Polizeigewahrsam. Ich kann mich halt nicht mehr erinnern, wie das damals war, aber ich war der Meinung, so schnell konnte ich das nicht bewegen. Das geht eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ich glaube, es lag wirklich damals an meinem S3. Das war einfach nicht mehr aktuell genug für sowas. Kann ich mir vorstellen. Die Prostituierte hat auch ein eigen... Oh, kein Bild drin. In der Nacht seines Todes war eine Prostituierte bei Jack Calvary. Könnte sie etwas damit zu tun haben? Fragezeichen. Das ist die Frage.